So, jetzt gibt es wieder eine Übung mit dem Trainingsball. Die Übung heißt Pike Up mit dem Trainingsball und ich kann dir helfen, auf jeden Fall deine Bauchmuskulatur zu kräftigen, wie die Übung ausgeführt wird und welche Muskeln explizit bei der Bewegung beteiligt sind, zeige ich dir jetzt. So, dann geht es auch schon los, aber vorher braucht man vielleicht eine Bewegungsidee. Ja, was möchtest du machen? Du stützt dich in eine Liegestützposition, Hände sind auf dem Boden, Füße oder Unterschenkel auf dem Ball und du probierst die Füße bei gestreckten Knien so nah wie möglich zum Körper zu bringen. Alles klar, dann geht's los. Ja, in die Ausgangsposition. Wichtig, hier erstmal gerade bleiben. Ja, Unterschenkel oder Füße drauf. Der restliche Körper ist gerade. Und wenn wir jetzt in die Bewegung gehen, achtest du immer darauf, dass dein Halswirbelsäulenbereich in Verlängerung der restlichen Wirbelsäule bleibt. Und dann geht's ab. Ja. Und zurück. Ran und zurück. Ja, wichtig, probier die Bauchmuskeln massiv anzustrengen, damit du halt deine Beine Richtung Oberkörper bekommst. Und wie du es ja gerade gesehen hast, ist es so, dass am Ende der Bewegung bist du sozusagen in einer Linie zwischen Händen, Schultern und Rücken. Ja. Alles klar, so sieht die Übung aus, kann halt massiv deine Bauchmuskeln kräftigen. Gucken wir uns mal explizit an, welche Muskeln gekräftigt werden. Die Übung, die machen wir ja vorwiegend, um die Bauchmuskulatur zu kräftigen. Aber es werden natürlich noch andere Muskeln teils schwer belastet. Wir gucken uns aber erstmal die Bauchmuskulatur an. Ja, insbesondere der Rectus Abdominis, also der gerade Bauchmuskel, wird hier gut trainiert, wenn wir die Übung regelmäßig machen. Wieso? Weil der sorgt ja dafür, dass das Schambein zum Brustbein geführt wird, also der initiiert diese Beugung. Unterstützt wird der gerade Bauchmuskel dann natürlich noch von den schrägen Bauchmuskeln. Ja, das hatten wir vor 2 Wochen in dem Video schon geklärt. Es gibt schräge Bauchmuskeln, jeweils einen äußeren, einen inneren, einen schrägen Bauchmuskel auf jeder Seite. Und die sind ganz, ganz wichtig, weil die unterstützen auf der einen Seite die Aktion vom Rectus Abdominis. Also führen also mit das Schambein zum Brustbein. Aber auf der anderen Seite sorgen die auch dafür, dass der Bauch mit komprimiert wird. Das ist ganz, ganz wichtig, um die Wirbelsäulenstabilität zu gewährleisten. Das wird insbesondere deutlich, wenn wir uns halt in der Liegestützposition mit den Beinen auf dem Trainingsball befinden. Ja, da muss man wirklich gut stabil bleiben in der Wirbelsäule, dass der Körper dann halt nicht durchhängt. Und ein weiterer Bauchmuskel, der querverlaufende, also der Musculus transversus abdominis, der ist natürlich noch maßgeblicher dafür verantwortlich, den Bauch mit zu komprimieren und noch wesentlicher daran beteiligt, die Wirbelsäule stabil zu halten. Also alle Bauchmuskeln sind hier bei der Bewegung beteiligt. Wenn es um Wirbelsäulenstabilität geht, ja, sind die Bauchmuskeln allesamt sehr, sehr wichtig. Aber wir brauchen natürlich noch ein paar andere Muskeln, um die Wirbelsäule wirklich vollends stabil zu halten. Und das sind auf der Rückseite des Körpers gelegen, also direkt an der Wirbelsäule dran. Ja, die Muskeln Multifidi und die Muskeln Rotatoris. Und insgesamt also die Rückenstrecke, also der Musculus Erector Spinae. Und die sorgen halt auch dafür, dass die Wirbelsäule stabil gehalten wird. Wird deutlich bei der Ausgangsposition. Ja, wir befinden uns in der Liegestützposition mit den Beinen auf dem Trainingsball und da muss der Körper gerade sein. Aber auch im weiteren Verlauf der Bewegung muss der Körper natürlich insbesondere im Bereich der Wirbelsäule stabil gehalten werden. Und da sind die Muskeln natürlich allesamt sehr, sehr wichtig, also Bauchmuskeln und ja, wirbelsäulennahe Rückenmuskulatur. Die Muskeln, die wir gerade betrachtet haben, also die Bauchmuskeln und die wirbelsäulennahe Rückenmuskulatur, sind erstmal die Muskeln, die ganz wichtig sind, klar, für Core Stability, aber auch die Zielmuskeln der Übung. Weil wir wollen ja mit dieser Übung explizit den Bauch trainieren, insbesondere beispielsweise den Rectus Abdominis. Es werden aber noch andere Muskeln ja, dadurch belastet, dass wir uns die ganze Zeit beispielsweise in der Liegestützposition halten müssen oder auch mit den Armen sozusagen über Kopf halten müssen. Allen voran sieht man gleich in der Ausgangsposition natürlich, wird der große Brustmuskel, also der Musculus pectoralis major, ja, stark benötigt auch von uns. Seine isometrische Kontraktion, also der quasi spannt sich an, ohne die Länge zu verändern, die ermöglicht, dass der Oberarm vorne gehalten wird. Würde er sich nicht anspannen oder würde nicht so arbeiten, dann würden wir nach vorne sacken und uns ja zwangsläufig dem Boden nähern. Das heißt, der Musculus pectoralis major, den brauchen wir, um quasi diese Ausgangsposition mindestens halten zu können. Dann wird aber natürlich noch der oberflächliche Schultermuskel belastet. Der oberflächliche Schultermuskel ist der Musculus deltoideus. Der Musculus deltoideus hat grundsätzlich erstmal 3 Anteile. Das interessiert uns jetzt hier aber nicht, sondern der Muskel ist erstmal generell die ganze Zeit unter Spannung, erstmal im Liegestütz, klar, aber dann auch, wenn wir die ja, Bewegung weiter ausführen, wenn wir dann die Arme sozusagen über den Kopf nehmen, ist er natürlich sehr stark belastet, ja, weil er sehr stark unter Spannung ist.
Und der Delta-Muskel, der unterstützt halt diese Gewichtsverteilung der Last von dem Arm auf den Schultergürtel sozusagen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Betrachten wir jetzt den Schultergürtel weiter, dann sehen wir, dass da gibt es Muskeln, die ja insbesondere wichtig sind für die Schultergelenkstabilität. Und das sind die Muskeln der Rotatorenmanschette. Ja, das sind 4 Muskeln insgesamt, alle ganz, ganz wichtig für Schultergelenkstabilität, weil die unter anderem dafür sorgen, dass der Oberarm in der Gelenkpfanne gehalten wird, insbesondere wenn wir dann in die Bewegung auch über Kopf gehen. Und die Muskeln der Rotatorenmanschette sind 4, ich hatte es gerade gesagt. Einer ist oben auf dem Schulterblatt drauf, das ist der Supraspinatus. Dann haben wir auf der Rückseite des Schulterblatts noch 2, den Musculus infraspinatus und darunter kleiner noch den Teres minor. Die kennen wir auch schon aus vorangegangenen Videos. Aber auf der Vorderseite gibt es auch noch einen Muskel, also auf der Vorderseite des Schulterblatts. Den haben wir so noch gar nicht durchleuchtet. Das ist der Musculus subscapularis. Ja, und alle insgesamt bilden die Muskeln der Rotatorenmanschette, bilden also die Rotatorenmanschette und sind sehr, sehr wichtig für Schultergelenksstabilität. Dann haben wir noch Armmuskeln, die mit beansprucht werden. Das ist einmal auf der Rückseite des Oberarms der Musculus triceps brachii. Der Musculus triceps brachii sorgt halt unter anderem dafür, dass der Ellenbogen gestreckt bleibt, also dass der Oberarm im Ellenbogengelenk gestreckt bleibt. Und das ist natürlich ganz wichtig. Würde er nicht so agieren, dann würden wir auch zusammensacken. Auf der Vorderseite des Oberarms haben wir noch einige Armbeuger. Wir stellen mal hier einen besonderen heraus, und zwar den Musculus biceps brachii. Ja, Bizeps kennt man. Klar, der ist auf der Oberfläche gelegen, der ist ganz wichtig, das zieht auch weiter noch zum Schulterblatt. Gerade wenn man sich so noch gar nicht so richtig im Gleichgewicht vielleicht halten kann oder wenn es insgesamt schwer ist, die Übung auszuführen, gerade was das Gleichgewicht betrifft, dann können natürlich irgendwelche Neigungs- oder Kippbewegungen auftreten und da hilft der Bizeps, weil der arbeitet gegen diese plötzlich auftretenden Neigungs- und Kippbewegungen und kann dann sozusagen dabei helfen, den Körper insgesamt stabil zu halten, insbesondere im Schultergelenk. Und die Übung insgesamt, die hast du ein paar Mal schon erwähnt, die kann dir natürlich auch helfen, deine Gleichgewichtsfähigkeit zu verbessern. Ja, weil wir müssen uns hier ständig im Gleichgewicht halten auf dem Trainingsball, ist mitunter gar nicht so leicht. So, das war der Pike Up im Trainingsball. Ziemlich coole Übung, wie ich finde. Sei aber vorsichtig, wenn du den dann ausführst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du den Daumen nach oben gibst. Ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Durch Anatomy Learning konnte ich die 3D-Modelle zu den anatomischen Abbildungen erstellen. Vielen Dank dafür.